Ich konnte gar nicht das Ende des Winters erwarten. Schon war ich wieder auf dem Weg. Ich hatte mir vorgenommen, bis Ende Juni Österreich durchzulaufen. Das bedeutete, akribisch die Etappen planen und so viele Fenstertage wie möglich nutzen. Dieses Mal war ich 2 Tage von Neustadel bis nach Mauthausen unterwegs. Circa 55-60 Kilometer. Heute ging es bis nach Waldsee, circa 25 Kilometer. Ich habe ein Gasthaus gefunden, wo ich übernachten kann. Zu meiner großen Verwunderung traf ich auf eine kleine Pilgergruppe aus Wien. Zuerst dachte ich, es sind Tageswanderer, aber so wie ich hatten auch sie vor, ganz Österreich in Etappen zu durchqueren und eventuell weiter bis nach Santiago zu gehen. Sie machten in dieser kleinen Ortschaft Pause und ich habe sie nicht mehr gesehen. Würde gerne wissen, wie weit sie schon gekommen sind. Es war doch recht schwer, durch den feuchten und tiefen Boden zu gehen. Und ja, dementsprechend war ich auch müde, als ich Waldsee erreicht habe. Ich habe nicht wirklich viel gemacht, ich habe einfach nur Abend gegessen und bin dann direkt schlafen gegangen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter bis nach Mauthausen, circa 28-29 Kilometer. Ich erinnere mich gut, ich hatte einen sehr, sehr starken Muskelkater.
Es war recht kalt, der Weg war auch nicht besonders schön. Wahrscheinlich lag das auch an der Jahreszeit. Aber ich fühlte mich trotzdem gut. Es ist faszinierend, wie viel Selbstvertrauen mir der Jakobsweg gegeben hat. Und ich bin nur wenige hunderte Kilometer durch Österreich gegangen. Ein Beispiel. In diesem Herbst, Winter, habe ich mich endlich entschlossen, mich beruflich weiterzuentwickeln. Ich war 7 Jahre in einer Agentur tätig und wusste schon seit Jahren, dass ich dort den Zenit erreicht hatte. Aber es war ein tolles Unternehmen und ich hatte tolle Kollegen. Das machte es mir natürlich schwer. Der Hauptgrund aber war meine Unsicherheit. War ich gut genug, um mich für bessere Stellen zu bewerben? Ich hatte gerade mal 3 Bewerbungen verschickt, schon hatte ich 3 Interviews und am Ende 3 Angebote auf dem Tisch. Ende Februar startete ich im neuen Job und war aufgeregt und ohne einen Funken von Selbstzweifel. Späten Nachmittag erreichte ich Mauthausen und damit ein neues Bundesland, Oberösterreich.